Hallo und herzlich willkommen zum letzten BFH-Video. Ja, deshalb nehmen wir jetzt auch nochmal zusammen auf. Und ihr habt es ja sicher schon gesehen, BFH geht bald offline und zwar am 14.07.2015. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein paar Bilder, die im besten Fall an gute Zeiten erinnern sollten. Wir hatten Fun, wir haben geraged, wir haben uns gefreut und jetzt erzählen wir beide euch von unseren ersten Momenten mit BFH. Also bei mir war es so, in der 5. Klasse, als ich gerade frisch auf die Realschule gekommen bin, sah ich in ProSieben einen Werbespot von Battlefield Heroes und der hat mich einfach so gefesselt, als ich noch so jung war. Und natürlich habe ich gleich einem Freund davon erzählt und er hat gesagt, er spielt es schon. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, ja, das spiele ich mit. Und das war einfach, als ich dann das erste Mal gezockt habe, das war einfach schon das Tutorial, hat mich komplett gefesselt. Und dann online zu zocken, das war einfach nur, ja, wie BFH halt, unbeschreiblich. Und jetzt erzählt euch der Ick mal seine Story. Also bei mir war es so, dass ich bei Mick zu Besuch war. Da war ich auch noch relativ jung und ich habe Mick gesehen, wie er in Uferloses Ufer gezockt hat. Da hatte ich natürlich noch gar keine Ahnung von BFH, aber ich fand es eigentlich sofort ziemlich geil. Es sah auch geil aus. Und dann ist Mick mit zu mir nach Hause gekommen und wir haben meine Mom erstmal überreden müssen, Ja. dass sie BFH runterladen darf. Und es war natürlich super nice, also es hat auch super Spaß gemacht die letzten Jahre. Und klar, es ist traurig, wir hatten eine super tolle Zeit, aber das Ende von BFH markiert eigentlich sozusagen die Wiedergeburt unseres Channels. Und von daher, ich bin der Silas. Und ich bin der Mika und es werden noch einige Projekte kommen. Eins kann man verraten. Minecraft wird lustig. Also, wir haben schon ein bisschen gezockt und epische Charaktere und Skins erstellt. Und vielleicht blende ich es auch jetzt nochmal ein, ich weiß nicht. Mein Charakter heißt Kotgrube, passend zu unserem Channel-Namen. Am Rand sieht man, wenn man vielleicht hinschaut, die Koteletten. Ja, also es wird auf jeden Fall eine epische Zeit. Und wenn ihr Bock habt, können wir den Spaß zusammen haben. Und zum Schluss, es sind plötzlich letztens ungefähr 30 neue Klowürste ins Klopapeters Abonnenten-WC gefallen. Und wenn ihr vielleicht eine Ahnung habt, warum, vielleicht selbst damit zu tun hat oder ein neuer Abonnent seid, vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, warum. Es würde uns auf jeden Fall mal wirklich interessieren. Und ja, das war's dann jetzt eigentlich schon. Mit diesem Channel ist noch lang nicht vorbei. Liebe Grüße, die Klopapeters.